Dieser Artikel beschreibt eine mögliche verfassungsrechtliche Krise in Brandenburg, die eintreten könnte, falls die AfD bei den bevorstehenden Wahlen zu erfolgreich abschneidet. Und damit herzlich willkommen. Der Grund für diese Besorgnis ist das deutsche Wahlrecht, das bei einem extremen Wahlergebnis, wie es der AfD vorhergesagt wird, zu einer Überrepräsentation im Parlament führen könnte. Dies könnte zu einem Ungleichgewicht der Abgeordneten-Sitze führen, ja, das nicht mehr verfassungskonform ausgeglichen werden kann. Die AfD hat bereits in der Vergangenheit große Wahlerfolge in Brandenburg erzielt, was sie zu einem ernsthaften politischen Akteur macht. Bei der Europawahl 2019 lag sie mit fast 200.000 Stimmen vor der SPD. Sollte sich dieser Trend bei der kommenden Landtagswahl fortsetzen, könnte es zu einer Situation kommen, in der die AfD eine Vielzahl an Direktmandaten gewinnt, die sie dann im Verhältnis zu den Zweitstimmen überrepräsentiert. Dies könnte dazu führen, dass die Wahl ja am Ende verfassungswidrig wird. Es wird darauf hingewiesen, dass das Wahlgesetz in Brandenburg eine Obergrenze für die Anzahl der Abgeordneten festlegt, die im Landtag sitzen können. Sollte die AfD zu viele Überhangmandate gewinnen, ja, könnte diese Obergrenze überschritten werden, was zu rechtlichen Problemen führen könnte. Ja. Laut dem Institut Wahlkreisprognose könnte die AfD bis zu 37 Direktmandate gewinnen, was eine massive Verschiebung im politischen Gleichgewicht bedeuten würde. Ja. Die SPD, die seit 1990 den Ministerpräsidenten in Brandenburg stellt, kämpft jetzt darum, ihre Vormachtstellung zu bewahren. Ministerpräsident Woidke hat klargemacht, dass er nur Ministerpräsident bleibt, wenn die SPD stärkste Kraft wird. Diese Polarisierung zwischen Woidke und der AfD bestimmt den Wahlkampf, wie es bereits bei der Landtagswahl 2019 der Fall war. Sollte die AfD jedoch erneut stark abschneiden, könnte dies nicht nur die politische Landschaft in Brandenburg verändern, sondern auch zu einer verfassungsrechtlichen Krise, sagen wir mal, führen. Zusätzlich zu diesen möglichen rechtlichen Komplikationen hat die Wahl in Brandenburg auch bundespolitische Auswirkungen. Für die SPD unter Bundeskanzler Olaf Scholz ist das Ergebnis von besonderer Bedeutung, da Brandenburg als Prestige-Bundesland für die Partei gilt. Auch für die FDP wird die Wahl entscheidend sein, da sie in Brandenburg seit Jahren mit schlechten Ergebnissen kämpft und möglicherweise um ihre Parteifinanzierung, das kann durchaus passieren, fürchten muss. Insgesamt zeichnet der Artikel das Bild eines hochkomplexen und möglicherweise explosiven Wahlkampfes, in dem die AfD eine zentrale Rolle spielt. Ja, ihr Erfolg könnte nicht nur politische, sondern auch rechtliche Folgen haben, die weit über Brandenburg hinaus wirken würden. Ich texte auf jeden Fall mal in der Beschreibung. Ihr könnt euch das selber hier durchlesen. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Lasst gerne ein Abo da für weiter kritischen Content.